Meine Herren. So, da geht's in eine Spelunke, glaube ich. Hier geht's noch irgendwo hin. Da geht's zum Dock. Oh, Schnauze! Ist das hier eine Antenne? Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Na, dann machen wir das doch mal. Welcher Amateur hat die denn montiert? Die müsste dringend mal neu ausgerichtet werden. Ups. Upsi. Warum passiert mir das eigentlich immer bei Antennen? Tja, nach fest kommt ab, ne? Hier ist auch eine Karte. Eine Turnierhand. Hä? Okay. Ein Periskop. Ach, da geht's irgendwo rein wahrscheinlich. Zum Waffenladen. Mhm. Halt. Erstmal lassen wir wieder hier den Poké quatschen. Der Stadtteil mit dem schönen Namen Klein-Venedig. Ich glaube tatsächlich, dass ich diese Stadtteile vom schwimmenden Schwarzmarkt benannt habe, war schon in meinem ersten Konzept so. Und dann habe ich einfach darauf gehofft, dass ich dazu komme, später im Spiel nochmal irgendwann diese Stadtteilnamen überhaupt aufzunehmen, beziehungsweise irgendwo auch fallen zu lassen. Aber für mich war dieser Stadtteil immer Klein-Venedig. Und natürlich versteckt sich auch die Mafia in Klein-Venedig. Es gibt italienische Gondolieros und Hausboote. Und die Architektur wirkt auch leicht venezianisch. Ein Traum in Müll. Deponia. Ein Traum in Müll. Ja, so könnte man es auch nein. Ja klar, ne, das ist hier ein Hausboot, ist schon richtig. Dann das die Mafia, die wir ja schon kennengelernt haben. Dann der Gondoliero. Also sehr, sehr italienisch. Fehlt jetzt nur noch, dass du irgendwie, ja na gut, Calzone hatte ja auch schon Dings gesagt. Haha. Eine Tür, da ist nochmal der Pucki. Da geht's zu Docs Werkstatt. Ja, gut. Pucki, komm, hast nochmal einen Auftritt. Als kreativer Leiter eines Spielprojekts muss man manchmal auch einfach nur großes Vertrauen in sein Team haben. Ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, als ich mir diesen Screen angeguckt habe und gewusst habe, was dann hier alles Haarsträubendes nachher passieren soll an Animationen und so weiter, ach, das kriegen die schon hin. Obwohl ich es mir einfach nicht vorstellen konnte. Ich wusste nicht, wie es aussehen sollte. Ich hatte keine Vision von den Animationen, die in diesem Raum stattfinden sollten und wie die halt irgendwie skripttechnisch eingebunden werden sollten. Und ich habe einfach, ach, das kriegen sie schon hin. Manchmal hat man einfach so eine gewisse innere Ruhe. Und dann haben sie sich rangesetzt und ja, sie haben es hinbekommen. Glück gehabt. Ja, diese Animationen werden wir nachher noch hier sehen, ne? Mit, wie hieß sie? Keine Ahnung. E-Puppe. Okay. Jetzt haben wir hier sogar schon alle Stadtteile soweit begutachtet, außer jetzt hier oben. Da kommen wir aber auch noch gar nicht wirklich hin. Ja. Naja, gut. Dann gehen wir mal weiter und gehen jetzt auch mal in die Hafenspelunke hinein. Schauen wir uns da mal ein wenig um. Wie eine Spelunke halt so aussieht von innen, ne? Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Können wir den nehmen? Hey, halt still! Verdammt, er scheint eine Art Bewegungssensor zu haben. Okay. Galef. Ach, den haben wir schon kennengelernt, ne? Nieder mit dem Organon und so weiter. Ach ja. Was für ein hässlicher Vogel. Gibt es denn hier keine Gesichtskontrollen? So, wen haben wir denn hier jetzt? Den Nod, der war ja auch Mafia, Bozo, den Gulliver und die liebe Goal. Und eine Jukebox-Klappe. Trotz meiner gewaltigen Kräfte komme ich hier ohne Werkzeug nicht weiter. Die Klappe ist verschraubt. Oh, die ist verschraubt. Na, dann machen wir die nochmal auf.
Aha! Ach, so funktioniert das. Hi ho, hi ho. Willst du Ärger? Na komm schon, sing doch mit. Hi didel didel do. Mann, hast du ein Glück, dass ich keine Behinderten schlage. Der tote Taubentango. Kreativer ging's nicht, oder, Poki? Ah ja, eine neue idyllische Kneipenatmosphäre. Wir haben so eine firmeninterne Agenda, dass wir in jedem unserer Spiele halt mindestens eine Kneipe verstecken. In manchen Spielen ist es besser versteckt, in anderen nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Kneipe in diesem Spiel gefunden. Nein, natürlich gehört sie zum Spiel. Und es ist Gulli was Gulli. Ich glaube, der Name, der wird gar nicht häufig genug gesagt. Ich finde den eigentlich sehr hübsch für so eine Kneipe, die halt hauptsächlich in so ein Kellergeschoss reingebaut wurde. Es gibt eine gewisse Chance, dass ihr diesen Raum betreten habt, relativ früh, auf der Suche nach, möglicherweise auf der Suche nach einer Datasette aus dem Gadget-Shop. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. In dem Falle, wenn ihr jetzt hier drin sein solltet und seid noch dabei, Doc dabei zu helfen, Gold zu reparieren, hört jetzt bitte weg, weil jetzt kommt ein Spoiler. Hört ihr alle weg? Sehr gut. Der Rest? Hallo, ihr habt es schon geschafft. Ihr habt Doc erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich, bei seiner Operation geholfen. Na gut, er war jetzt ein bisschen pingelig, was die Datasettenwahl betrifft und hat sicherlich halt auch selber nicht alles richtig gemacht. Aber dafür dürft ihr jetzt ein sehr interessantes Phänomen beobachten, und zwar Golds Bewusstseinsspaltung. So, Gold, jetzt sag doch mal, verrat doch mal unseren fleißigen Kommentar an Klickern, wie, das ist ja eine große schauspielerische Leistung eigentlich, drei unterschiedliche isolierte Charakterfacetten von einer Figur zu spielen. Du wurdest ja von der Seneca gesprochen. Wie ist denn die mit diesen einzelnen drei Charakterfacetten zurechtgekommen? Ja, mit der Krawall-Goal kam sie hervorragend klar. Baby-Goal, gar kein Problem. Mit der Lady-Goal hatte sie so ihre Probleme. Die schien ihr doch einigermaßen fremd zu sein. Kann ja nicht jeder so eine Lady sein wie du, Poki. Oh. So, jetzt können alle anderen auch wieder zuhören, denn dieses Kapitel ist hiermit offiziell abgeschlossen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit der Fernbedienung und tja, schade, dass ich die hier gerade nicht in der Sprecherkabine habe. Vielleicht einfach mal kurz umswitchen. Aber wir switchen jetzt einfach zurück ins Spiel, das geht sowieso einfacher. Ja. Gut, jetzt haben wir wenigstens schon mal auch die Namen. Baby Goal, Krawall Goal und die Lady Goal. Und die sie haben hat wahrscheinlich Stil. Gerade. Sie passt ja zu mir. Ja, ja, Lady Goal ist schon heißer Feger, ne? Okay, Rufus. Das hier ist eine Routine-Situation für Frauenversteher wie dich. Ein Klacks, also gar kein Grund, nervös zu werden. Du bist redegewandt, witzig. Siehst blendend aus und dein Haar duftet nach Lösungsmittel. Nur noch schnell das richtige Gesicht aufsetzen. Hier kommt es. Check. Charmkanonen auf volle Energie. Und schließlich die passende Einleitung zurechtlegen. Was nehmen wir denn da? Genau, ein Klassiker. Nur noch kurz durchatmen. Und los. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Oh Mann, ich krieg die Krise. Hier lungerst du also rum. Glaub mir, ich wäre deutlich lieber auf der Westpromenade bei den drehenden Gärten. Morris serviert zu dieser Jahreszeit den besten Soyuccino auf ganz Elysium. Stattdessen sitze ich hier in diesem Kellerloch und trinke... Was ist das überhaupt? Na was schon, Plörre. Plörre. Nein, warte, die Plörre steht noch hier unten. Was du da hast, ist die Tinktur gegen meine Nagelbettentzündung. Hast du da etwa deine schmutzigen Nägel drin? Ja, aber du kannst sie ruhig austrinken. Sie funktioniert offenbar nur bei Fingernägeln. Und das ist der Zeitpunkt, an dem meine Verdrängungsmechanismen einsetzen sollten. Ah, da sind sie schon. Oh,
so schlecht auf mich zu sprechen? Wie kommst du denn darauf? Du hast mich entführt, mir eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Ich habe es anders in Erinnerung. Du leidest offenbar an Wahrnehmungsstörungen. Du meinst, in Wirklichkeit bist du gar nicht sexy? Halte dich einfach von mir fern, verstanden? Du musst mit zu Doc kommen. Wozu? Damit du meinen Kopf noch weiter demolieren kannst? Ja, ich hab dir ganz schön den Kopf verdreht, nicht wahr? Köpfe demolieren und Köpfe verdrehen sind zwei unterschiedliche Sachen. Bei Tonis Schildkröte war es ein und dasselbe. Hör mal, Rufus, ich bin schmutzig, mein Haar sitzt furchtbar. Ja? Und mein Kopf fühlt sich an, als hätte man mir eine Kreissäge durch die Schädeldecke gejagt. Ja, aber es gibt keine Beweise. Zu allem Überfluss habe ich auch noch Hunger, also halte dich lieber fern von mir. Wenn du Hunger hast, ich hätte da noch eine Schale Erdnüsse vom letzten Schlammkuchenfest. Jett, da wachsen ja schon Haare drauf. Ich wette, diese kleine Schale beherbergt mehr Killerbakterien als ein Labor für biologische Kriegsführung. Nein, Killerbakterien sind aus. Das hier sind Grippeviren. Hä? Du musst mitkommen. Bei der Operation ist was schiefgelaufen. Was bedeutet schiefgelaufen? Kennst du das Märchen von den drei Bären? Im Prinzip war es genauso, nur dass es keine Bären gab. Und dass dein Bewusstsein bei einem neurochirurgischen Eingriff in drei Teile gespalten wurde. Was? Keine Panik, ich bring das wieder in Ordnung. Oh. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Hey, Baby. Jetzt geht es los. Oh, jetzt wird geflirtet. Hui. Wir sind gar nicht so verschieden. Wir gehören beide nicht auf diesen Planeten. Stimmt. Ich gehöre nach Elysium und du in Einzelhaft. Was ich meinte war, wir gehören zusammen. Wir sind quasi Seelenverwandte. Ich weiß nicht, woher du diese Vorstellung nimmst. Ich bin kultiviert. Ich bin gebildet. Check, check. Ich habe keine ansteckenden Krankheiten. Ich bleibe trotzdem dabei. Wir sind uns sehr ähnlich. Bitte komm mir nicht zu nahe, in Ordnung. Hat es eigentlich wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? In der Tat, ja. Tja, kann ich mir vorstellen. Ja, super. Schau mir in die Augen, Kleines. Warum? Soll ich nach einem Gerstenkorn suchen? Jetzt, wo du es sagst? Ich habe da tatsächlich so eine Entzündung. Halte bitte Abstand, okay? Oh, Manni. Oh, Rufus. Was macht eine Frau wie du an einem Ort wie diesem? Tja, was mache ich hier eigentlich? Ach ja, du hast mich aus dem Notboot geworfen. Gerettet, aus dem Notboot geworfen. Hängt das nicht vom Blickwinkel ab? Nur wenn man ein kurzsichtiger Idiot ist. Na, das lässt sich zum Glück leicht überprüfen. Hey, Bozo, habe ich Goal gerettet? Keine Ahnung. Ich versuche schon lange nicht mehr bei dir durchzusteigen. Siehst du? Bozo findet mich auch lässig. Ja. Okay. Gibt gerade nichts, was wir machen können, Will. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Was kann ich tun, damit du endlich mitkommst? Zuerst solltest du einmal die Bedeutung des Wortes Nein nachschlagen. Okay. Nehmen wir mal an, das hätte ich bereits getan. Was müsste ich als nächstes tun? Oh. Oh Mann. Rufus, ach weh. Warte hier, ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Ach ja. Warum haben wir jetzt eigentlich die Erdnüsse dabei? Eine Kerze? Das Ambiente stimmt schon mal. Ich werde die drei Goals im Handumdrehen um den Finger gewickelt haben.